Ja, herzlich willkommen zu diesem immer noch interessanten Format, meine Damen und Herren. Sie sehen mich hier, Staatssekretär in der Umweltverwaltung. Stefan Tiedo ist mein Name. Ich bin in der Zollgarage, einem sehr schönen Ort mit einigen Diskutantinnen, die Ihnen gleich noch vorgestellt werden. Und freue mich, dass wir diese Veranstaltung, die wir natürlich lieber in Präsenz durchgeführt haben, hätten, auf diese Weise machen. Denn wir möchten Ihnen heute etwas, wie ich finde, sehr Interessantes präsentieren. Wir haben in Berlin unser Tempelhofer Feld und es ist seit Mai 2010 den Berlinerinnen und Berlinern zur Verfügung gestellt. 2014 hatten wir den Volksentscheid darüber, also 10 Jahre das Feld und über 5 Jahre, 5, 6 Jahre jetzt sozusagen auch nicht nur unter dem Gesichtspunkt der Naturerfahrung ein interessantes Projekt, sondern seit 5, 6 Jahren auch eine gemeinsame Gestaltung und Bewirtschaftung des Feldes zusammen mit der Bürgerinnengesellschaft. Und seit einem Jahr sind wir nun in einer ganz besonderen Situation, Corona, und haben im Grunde vor einem Jahr auch nochmal festgestellt, wie wichtig diese Grünflächen für uns generell in Berlin sind, aber vor allen Dingen das Tempelhofer Feld. Und das war für uns Anlass, als Umweltverwaltung mal zu fragen, was haben wir eigentlich an dem Feld? Und was ist eigentlich der Wert des Feldes für die Menschen, aber auch für die Stadt Berlin? Und das wollten wir gerne wissen und haben ein Projekt gestartet, deren Ergebnisse wir heute vorstellen wollen. Es geht also um den Wert des Tempelhofer Feldes. Und wenn man sich mit solchen Fragen beschäftigt, dann wird es auch schon kompliziert, weil die Frage natürlich ist, wie bemisst man eigentlich einen solchen Wert? Und wir haben ja Erfahrungen, dass man bestimmte Dinge, Leistungen versucht zu monetarisieren. Das gab es in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Einige erinnern sich vielleicht der Stern Report, wo also Klimawandel bzw. unterlassenes Klimahandeln monetarisiert wurde. Es gab dann auch Anfang der 2000er Jahre Überlegungen, ob man das auch mit Ökosystemdienstleistungen machen kann. Da gab es im internationalen Bereich Überlegungen, Untersuchungen. Auch da ist eine interessante Debatte, muss man es tatsächlich monetarisieren? Wie kann man Werte auch anders bemessen und auch beschreiben? Und ein sehr wichtiger Akteur in diesem auch internationalen Diskurs ist das Helmholtz-Institut für Umweltforschung und Herr Professor Hans Jürgens, der nicht nur einen internationalen Forschungsbereich hier koordiniert hat, sondern diese Frage dann auch in die Bundesrepublik gebracht hat und in intensiven Studien versucht hat, das konzeptionell aufzubereiten. Und wir sind sehr froh, dass es uns damals gelungen ist, dieses Institut für uns zu gewinnen. Und die haben sich das Feld mal genauer angeschaut. Und mehr will ich jetzt auch gar nicht sagen und gebe das Wort ab an Frau Werner, die mich den Abend führt, und freue mich auf einen spannenden Abend und interessante Ergebnisse. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank, Staatssekretär Stefan Tiedo, für die einführenden Worte. Ich bin Susanne Werner, leite die Geschäftsstelle des Beteiligungsmodells Tempelhofer Feld und freue mich, Sie heute hier durch den Abend führen zu dürfen, durch die nächsten 1,5 Stunden. Ja, wir hätten gerne hier Zuschauer gehabt. Leider ist es unter Pandemiebedingungen nicht möglich, hier mit Zuschauern zu sein. Aber wir sind froh, dass wir trotzdem, trotz aller Distanz, mit Ihnen verbunden sein, sind und vor allem zu diesem Thema, was uns alle wirklich begeistert, die Begeisterung für das Tempelhofer Feld. Ja, wie wird es heute Abend ablaufen in den nächsten 1,5 Stunden? In wenigen Minuten wird Studienleiter Professor Bernd Hans-Jürgens die Studie vorstellen. Danach
folgt ein weiteres Gespräch, eine Austauschrunde mit weiteren Gästen. Und zu dieser Austauschrunde gehören neben Stefan Thilo noch Dr. Sonja Beek. Sonja Beek ist Architektin und hat ein Büro für Szenografie. Das heißt Schiweiz. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und sie wird dabei sein. Herzlich willkommen. Dann haben wir Gabriele Pütz. Gabriele Pütz ist Landschaftsarchitektin, hat auch ein eigenes Büro, die Gruppe F, Landschaftsarchitekten, und ist zudem Mitglied im Naturschutzbeirat der Senatsverwaltung. Und dann ist noch dabei ein echter Akteur, der viel auf dem Feld unterwegs ist, Thalo Pünthasch. Er ist Projektleiter auf dem Feld, Vorstandsvorsitzender der Taschengeldfirma, das ist ein Verein. Und sie haben auf dem Feld auch eigene Projekte, die Fahrradwerkstatt, und kennen also das Feld in- und auswendig. Und waren zudem von 2016 bis 2019 gewählter Feldkoordinator. Ihnen allen nochmals herzlich willkommen. Und bevor es dann jetzt in die Studie geht, möchte ich Ihnen auch nochmal sagen, dass ein Chat zur Verfügung steht. Das ist der Ort, wo Sie Ihre Fragen einbringen können. Und wie das funktioniert, dazu leite ich jetzt über an meinen Kollegen Joe Töpfer. Schönen Abend. Ich arbeite zusammen mit Susanne in der Geschäftsstelle des Beteiligungsmodells. Und heute ist meine Aufgabe, den Multimedia-Kanal zu betreuen. Das heißt, wir haben auf mein.berlin.de einen Chat eingerichtet, auf dem Sie Ihre Fragen loswerden können, weil Sie ja heute nicht hier sind, die Zuschauer. Und ich werde von Zeit zu Zeit die Fragen aufnehmen und an den Diskutanten auf der Bühne weiterleiten, sodass Sie indirekt natürlich beteiligt werden an dieser Diskussion. Und bitte lassen Sie uns auch wissen, an wen der Diskutanten Ihre Frage sich richtet, damit wir das richtig zuordnen können. Und weil wir natürlich nicht alle Fragen sofort hier live verarbeiten können, werden wir im Nachgang die Fragen speichern und bearbeiten und versuchen, alles zu beantworten und dann auf der Webseite des Beteiligungsmodells veröffentlichen. Dort können Sie da also im Nachgang auch sehen, wie Ihre Fragen hier aufgenommen und bearbeitet wurden. Schönen Dank. Ja, vielen Dank. So, jetzt ist es mir eine Ehre, Professor Bernd Hansjürgens hier begrüßen zu dürfen. Ich war ganz froh, dass Sie trotz Unwetter, was gerade über Berlin runtergegangen ist, hierher gekommen sind. Sie sind Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität in Halle-Wittenberg und leiten die Abteilung Ökonomie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Und in dieser Funktion haben Sie auch diese Studie zur Wertigkeit des Tempelhofer Feldes erstellt. Vielen Dank. Sie sind ausgewiesener Experte für Umweltökonomie. Es gibt mehrere YouTube-Videos, die ich mir vorher natürlich angeschaut habe. Sie waren nämlich unter anderem beteiligt an der internationalen TEEP-Studie. TEEP heißt übersetzt ins Deutsche sozusagen, diese Abkürzung ist eine englische Abkürzung, da geht es um die Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität. Und das beschreibt eigentlich schon ganz gut, um was es Ihnen geht. Es geht eigentlich immer um den wirtschaftlichen Nutzen der biologischen Vielfalt und auch um die Kosten, die es verursachen würde, wenn diese biologische Vielfalt verloren geht. In der Folge waren Sie auch Studienleiter der Studie Naturkapital Deutschland. Und mit diesen Forschungen beschreiben Sie eben die natürlichen Ressourcen aus einer ökonomischen Perspektive und haben das jetzt auch mit dem Tempelhofer Feld so gemacht. In diesem Sinne haben Sie sich dem Feld genähert und wir sind jetzt gespannt, was haben Sie denn herausgefunden? Ja, schönen guten Abend. Eine ganze Menge haben wir herausgefunden und eine ganze Menge haben wir zusammengestellt und einiges davon versuche ich Ihnen jetzt erst einmal nahezubringen. Also Sie müssen mir allerdings ungefähr meine Zeit nachher mal sagen. Ich habe keine Uhr,
dass ich nicht zu lange spreche. 25 ja, also Minuten. Sagen Sie mir kurz vorher dann so Bescheid, damit ich jetzt auch niemanden langweile, dadurch, dass ich das dann zu lange mache. Ja, wir haben diese Studie durchgeführt am Tempelhofer Feld. Ich kannte das Feld übrigens persönlich vorher nicht. Also natürlich, ich kannte es ja, aber ich war tatsächlich noch nie auf dem Feld vorher gewesen. Und wir haben Sie hier in den Absprachen 2-3 Mal besucht und dann sind wir auch so mal hier gewesen mit dem Team. Und ich bedanke mich bei dem Team, wir haben diese kleine Studie erstellt. Die ist jetzt im Netz auch verfügbar und auf die können Sie zugreifen. Ja, wenn wir auf meine Folien übergehen, dann würde ich jetzt also anhand der Folien, die ich vorbereitet habe, Ihnen einiges dazu jetzt auch mal sagen zum Tempelhofer Feld. So hieß die Studie Wertigkeit des Tempelhofer Feldes, Qualitäten erfassen und sichtbar machen. Ja, wir sprechen von Wertigkeit und es ging eigentlich darum zu überlegen, was sind hier Werte, was ist Wertigkeit, soweit das überhaupt auch möglich ist. Und wir waren dort wie Jäger und Sammler unterwegs. Ich will damit sagen, wir haben jetzt nicht Neues erhoben oder irgendwie Befragungen durchgeführt selbst, sondern wir haben all das, was es gibt, was es bei der Senatsverwaltung gibt, was es hier bei den Verantwortlichen fürs Feld, den Feldkoordinatoren gibt, haben wir zusammengetragen und haben daraus im Grunde diesen Bericht zusammengestellt in den verschiedenen Wertedimensionen, das Tempelhofer Feld darzustellen. Es wurde gesagt, ich komme vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, vom UFZ. Ich bin selbst Ökonom, auch das haben Sie gesagt. Und wir haben also eine ganze Reihe in dieser Hinsicht in der Vergangenheit gearbeitet. Ja, das ist dieser Bericht, den wir jetzt erstellt haben. Er ist dann doch 100 Seiten lang geworden, knapp 100 Seiten lang geworden. Aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden gut durchgeführt mit Zusammenfassungen an den Enden der Abschnitte, an Überleitungen, wo gesagt wird, warum was gemacht wird. Und auch farblich kann man sehr gut erkennen, welche Dimensionen hier eine Rolle spielen. Ich werde jetzt bei dem, was ich vortrage, relativ kurz die methodischen Dinge erläutern, aber die sind trotzdem nicht ganz unwichtig. Einige Worte muss ich dazu sagen, aber ich will das nicht zu wissenschaftlich machen und auch nicht zu ausführlich machen. Und dann werde ich auf die Ergebnisse oder einige der Hauptergebnisse anschließend eingehen. Nun, worum geht es? Wir haben die Literatur ausgewertet. Da kommen wir her, da sind wir eigentlich gut drin. Und da haben wir die internationale TIEP-Studie koordiniert. Wissenschaftlich koordiniert, dieses Vorhaben Naturkapital Deutschland, da waren auch über 300 Autoren beteiligt bei diesen Berichten und vielleicht nochmal 150 Gutachter und Experten aus der Praxis, die das gelesen haben. Wir haben dann also das vorliegende Material ausgewertet, was es gibt, das ist schon eine ganze Menge fürs Tempelhofer Feld, haben Fachgespräche mit Akteuren geführt, also beispielsweise auch mit dem Naturschutzbeirat, Herrn Kowarik, einigen Wissenschaftsexperten, unser Konzept ausgetauscht und natürlich hier mit den Akteuren vor Ort, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Senatskommission für den Bereich Umwelt, die uns auch beauftragt haben, die wissen schon eine ganze Menge und auch die Feldkoordinatoren und wir waren auf dem Feld und haben Begehungen vorgenommen. Ja, was ist Wert? Und das ist eigentlich, da könnte man jetzt schon eine ganze Menge sogar philosophisch und ethisch drüber sagen. Ich will es kurz machen. Für uns ist es die Bedeutung eines Objekts für den Menschen. Ganz einfach dargestellt. Bedeutung für den Menschen. Das heißt eigentlich, viele sehen die Natur um ihrer selbst willen und die Bedeutung der Natur um ihrer selbst willen. Das ist eigentlich nicht die Perspektive des Ökonomen. Der schaut mehr auf die Frage, was nützt das dem Menschen, was hilft das dem Menschen, welche Menschen sind das, die das Feld nutzen, in welcher Weise und wie kommen Werte zusammen. Und dabei haben wir das Feld so betrachtet, wie es jetzt ist. Nicht? Sie wissen als Zuhörer jetzt in diesem Livestream und auch hier die Anwesenden wissen, es gibt natürlich Diskussionen um das Feld, die gab es auch vor 10 Jahren, als der Flughafen stillgelegt wurde. Wir betrachten also die gegenwärtige Nutzung und nicht andere Nutzungen oder sowas Ähnliches. Wir gucken uns das Feld mit seinen ganzen 303 Hektar an, wie es ist und wie es aussieht mit dem Innenbereich, mit dem Randbereich und so wie es sich darstellt mit den vielen Nutzern und so weiter. So, wenn wir uns dem Ganzen nähern, dann kommen wir eigentlich aus dem Umweltbereich. Der Staatssekretär hat es ja schon gesagt, wir kommen vom Helmholtz-Zentrum, das ist eine
eine Einrichtung des Bund, überwiegend vom Bund finanziert, für Umweltforschung. Und die dominante Perspektive ist dann immer wieder, naja, wie steht der Mensch zur Natur? Was nützt die Natur dem Menschen? Das sind eigentlich die Hauptüberlegungen, die dort eine Rolle spielen. Und das war natürlich auch unser Ausgangspunkt. Und wir reden dann von dem Begriff Ökosystemleistungen, um das Ganze greifbar zu machen. Und das sind sozusagen auch relationale Werte, also Werte aus dem Verhältnis, das ich habe mit der Natur, wenn ich das nutze, wenn ich einen Spaziergang mache oder auch wenn ich mich auch so daran erfreue. All diese Dinge sind Mensch-Umwelt- oder Mensch-Natur-Beziehungen. Das ist die eine Seite. Aber da greift hinein, dass sich auf dem Tempelhofer Feld natürlich in besonderer Weise, wie in vielen anderen Parks auch, aber hier in ganz besonderer und auch in einzigartiger Weise, Menschen zusammenfinden. Und es entstehen an ganz, ganz vielen Stellen, ja, wir haben gesagt, Mensch-Mensch-Beziehungen, also soziale Interaktionen. Es ist ein öffentlicher Raum, der unter bestimmten Regeln zugänglich ist. Das ist auch wichtig für die Art der Entfaltung dort. Und so finden Interaktionen zwischen den Menschen statt. Das geht einander über, nicht? Ich werde es gleich noch sagen, wenn die Menschen gärtnern, nicht? Es gibt ja hier die besonderen Gärten, dann hat das natürlich eine Beziehung, ist das eine Beziehung zu den Pflanzen und eine Beziehung zur Natur. Aber es ist natürlich gleichzeitig eine Mensch-Mensch-Beziehung, denn man spricht über den Garten und man spricht, was gut wächst und was schlecht wächst. Oder man spricht auch vielleicht über private Dinge, wenn man dort zusammenkommt und vieles mehr. Vielleicht entwickelt man auch Regeln, wie dieser Garten zu gestalten ist und wie man das gemeinsam macht. Aus diesen Zugängen, und da gibt es eine Menge Literatur jetzt dazu, das ist, wie gesagt, das, wo wir herkommen. Und internationale Literatur, nationale Literatur. Aus diesen Zugängen haben wir dann 5 Ebenen entwickelt. Und die muss man verstehen. Die Ebenen greifen ineinander, aber zeigen, das ist wie so ein Brennglas oder eine Lupe, die man in die Hand nimmt und guckt dann auf dieses Tempelhofer Feld. Und ich gehe die mal von unten, ich nenne sie von unten bis oben. Und das ist einmal der physische Raum. Das heißt, das Tempelhofer Feld wird beschrieben, so wie es ist, in seiner Größe, in seiner Dimension. Es ist ein Zaun drumherum, es sind Zugänge, es wird nachts geschlossen, es ist eine bestimmte Form von Aufsicht vorhanden. Das alles macht den physischen Raum aus. So, dann ist es urbane Natur, nicht? Wir haben Experten auch hier in dieser Runde, die wissen sehr, sehr genau über die Naturschutzaspekte Bescheid. Und also, wie sich die Natur hier entwickelt und entfaltet hat. Das ist eigentlich sozusagen aus der Natursicht sehr stark auch der Naturwert, der hier betrachtet wird. So, dann kommen die Menschen hinzu. Das ist diese mittlere, die blaue Ebene auf dieser Grafik. Das heißt also, wir haben, ja, ich habe sogar einen Pointer in die Hand bekommen, ja, der bewegt sich auch. Sehen Sie? Es klappt. Wir haben dann also Mensch-Natur-Beziehungen. Das heißt, die Menschen gehen natürlich raus in die Natur, entwickeln eine Beziehung zu der Natur. Ich habe das Gärtnern genannt. Das sind aber zig Aktivitäten auf dem Feld. Oft sind es sportliche Aktivitäten, spazieren gehen, sich in die Sonne legen und all diese Dinge, die dann kommen. Dann kommt die Ebene der Begegnung und des Austausches hinzu. Und ich sagte, die greifen ineinander, die Ebenen. Sport macht man nicht alleine, man gärtnert nicht alleine. Man trifft zufällig vielleicht Menschen. Und das hat besondere Ausmaße auch und besondere Ausprägungen hier auf dem Feld. Und schließlich, und das ist schon eine Besonderheit hier, ja, es kommt dazu, dass sich eigentlich bottom-up sehr stark, was gar nicht einfach war im Zeitablauf, in den vergangenen 10 Jahren Regeln entwickelt haben. Es wurde überlegt, wie man Teilhabe gestaltet, wer Zugang hat, in welcher Weise, wie Nutzungskonflikte möglicherweise ausgeräumt werden und all solche Dinge. Diese Ebenen sind, wenn Sie so wollen, unser Analyseraster, das haben wir zugrunde gelegt und hierauf beziehen sich jetzt meine Ergebnisse, die ich hier kurz vorstelle. Und ich gehe wieder von unten nach oben vor, das heißt, ich beginne mit dem physischen Raum und sage jetzt einige wesentliche Ergebnisse. Natürlich kann ich nicht die ganze Studie hier im vollen Umfang wiedergeben. So, sehen Sie es, hier stehen nochmal die einzelnen Dimensionen erläutert, was es bedeutet und worauf im Einzelnen mit diesem Rahmen abgezielt wird. Ja, was kennzeichnet diesen ganzen Raum erst einmal aus? Was ist das Besondere hier am Tempelhofer Feld? Und was kann man hier also erstmal festhalten? Und ja, es ist natürlich ein einmaliger Raum. Die Fläche erschlägt im positiven Sinne, nicht? Man steht da am Rande und sagt, boah,
ist das groß und ist das weit? Ja, das ist aber ein wichtiger Punkt. Es ist eigentlich eine der größten zentrumsnahen Freiflächen und es gibt wenige solche Freiflächen überhaupt weltweit, kann man auch sagen. Es ist ein Ort, der eine ganz eigene Geschichte hatte, eine historische Bedeutung hatte. Nicht? Es war im 19. Jahrhundert war es ein Militärstützpunkt, dann wurde es früh ein Flughafen. Es war in den 30er Jahren einer der bedeutendsten Flughäfen der Welt sogar. Dann haben aber auch Zwangsarbeiter hier gearbeitet, jüdische Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, dann natürlich die Luftbrücke. Ja, es ist ein Ort, der also in vielerlei Hinsicht einzigartig ist. Es ist kein Stadtpark wie sonst, der angelegt ist mit Bäumen und schön gestaltet, sondern es ist eine Konversionsfläche, ein alter Flughafen, der sich auf einmal ganz verändert hat, mit viel, viel Grün und viel Wiese und viel unverstelltem Blick. So, was heißt das nun zunächst einmal für die Biodiversität, für ökologische Leistungen? Was kann man hier also sagen? Und das ist gut dokumentiert hier im Berliner Senat, die Umweltwirkungen, die Klimaregulation beispielsweise. Ja, es ist ein bedeutsamer nächtlicher Kälteproduzent, eine Kälteinsel, das Tempelhofer Feld. Es ist wichtig für die angrenzenden Quartiere als Freiluftschneise. Die Umweltbelastungen durch Feinstaub und Lärm werden reduziert. Die sind wesentlich geringer als anderen Teilen Berlins. Und für den Lärm beispielsweise gilt, dass das Tempelhofer Feld eine Lärminsel innerhalb Berlins ist. Das ist ja erstaunlich, nicht? Obwohl kaum Bewuchs da ist, nicht? Nur Wiese und an der Nordseite da hier am Damm ist etwas Wald, da sind einige Bäume und der Friedhof ist dort angesiedelt. Da wird der Lärm noch stärker zurückgehalten. Aber die Dimension ist so groß, dass insbesondere zum Tempelhofer Damm, zu der Seite der Autobahn, dann doch eine Lärmreduktion stattfindet. Und man spricht schon von einer erheblichen Lärmreduktion hier. Es ist eine Kohlenstoffspeicher moderat, insbesondere über den Boden, weniger über den Bewuchs und eine Versickerungsfläche bei Starkregen. Es hat eine hohe natürliche Artenvielfalt. Ich habe selbst gelernt, es ist eine der Kernflächen Berlins im Berliner Biotopsystem und es gibt Zählungen über die Vogelarten und interessanterweise hat hier auch das Ganze in den vergangenen Jahren zugenommen. Wenn Sie nur zwei Folien, wenn Sie sich das anschauen, hier ist eine Lärmkarte und in der Mitte mit dem roten Kreis sehen Sie das Tempelhofer Feld und für den Zentrumsbereich Berlins ist das natürlich eine ganz erhebliche Dimension, die hier eine Rolle spielt. In gleicher Weise übrigens sehen auch die Karten für die Nachtabkühlung aus. Ja, auch da haben Sie ein Bild, was ähnlich aussieht. Im Zentrum, in Zentrumsnähe, ist es das Tempelhofer Feld, was hier eine entscheidende Rolle spielt. Und am Rande sind es natürlich noch weitere Grünanlagen oder auch Parks. Ja, das ist jetzt, da sind verschiedene, jetzt überwiegend Vögel sind dort abgetragen, Vogelarten sind abgetragen, weil die dort am besten erfasst wurden. Und Sie sehen, dass im Zeitablauf von 2005 bis 2019 das Ganze also zugenommen hat. Die Feldlerche ist natürlich ein berühmtes Beispiel hier, die ist besonders häufig einzutreffen, einfach weil die Bedingungen für eine Lerche großartig sind. Aber es ist eben auch schon ein Punkt, dass seltene Arten und rote Listearten hier jetzt vermehrt gezählt werden. Also das spielt schon sehr wohl eine Rolle. Gut, es ist die Natur auf der ersten Ebene oder auf der zweiten Ebene, es sind aber auch die Menschen und es ist ein gewaltiger Nutzerkreis, ein gewaltiger Nutzerkreis. Ich komme am Ende noch mal kurz auf die Corona-Krise zu sprechen. Es sind im Schnitt 25.000 Menschen, die also hier an einem Tag auftauchen. An den Wochenenden sind es mal 30.000, 31.000, an den Wochentagen etwas weniger. Und es sind unterschiedlichste Freizeitaktivitäten, die stattfinden. Es ist die größte Sportstätte Berlins, vielleicht sogar eine der größten Sportstätten Deutschlands, ganz klar. Und was sozusagen erschlagend ist, also im positiven Sinne, die Zahl der Sportarten. Ich will sie nicht, wenn ich sie jetzt aufzählen müsste, wäre ich jetzt eine Minute dran. Es sind ganz unterschiedliche Sportarten, die natürlich durch die Weite der Fläche möglich sind. Und einige Sportarten eben sind nur hier möglich. Die Naturerfahrung, die Umweltbildung ist hier genannt. Es ist das gärtnerische Element, das ich schon angesprochen habe.
also die Gemeinschaftsgärten, diese Hochgärten dort an der einen Seite, die für die Gärtner selbst interessant sind und denen einen Nutzen stiften. Wir wollen ja auf die Werte schauen, aber eben auch für Besucher, die vorbeikommen. Nicht? Die stehen dort staunend und schauen sich diese Gärten mittlerweile an. Das heißt, wir haben viele verschiedene Nutzungen nebeneinander. Wir haben positive Effekte für die physische und psychische Gesundheit für diese Nutzung. Vielleicht kommen wir in der Diskussion darauf. Es gibt international Studien, die das auch monetarisieren, in verlängerten Lebensjahren und so weiter. Das haben wir hier nicht getan, weil uns die Datenbasis nicht gut genug erschien. Kommen wir vielleicht aber noch drauf zu sprechen. Ja, und es ist natürlich eine Wohnortnähe hier gegeben. Den Punkt werde ich gleich noch einmal ansprechen. Es leben in den angrenzenden Stadtteilen rund 120.000 Menschen, die direkt das Tempelhofer Feld nutzen können. Ja, und wenn man sich das ansieht und anschaut, dann sieht man hier, wie die Benutzerzahlen steigen. Es gibt Zählungen, intensiv 2010, das ist die blaue Kurve, als das Feld freigegeben wurde, 2012, 2014, das war das sogenannte Besuchermonitoring. Für 2020 gibt es kein neues Besuchermonitoring, wo auch Motive abgefragt wurden, aber für 2020 gibt es eine Studie zu den Berliner Parks, wo mit einer anderen Zielsetzung gefragt wurde. Naja, und Sie sehen hier die Zahlen, ich habe sie vorhin schon angedeutet. Das ist schon eine ganze Menge. Da sind Sie schon in Größenordnungen, da reden Sie über den Central Park in New York oder den Hyde Park in London und ähnliche Dimensionen, wenn Sie das also irgendwie auch mit Zahlen unterfüttern und erfassen wollen. Und ja, ich hatte gesagt, die Nutzungen sind so unterschiedlich, nicht? Sie sehen hier die Keita, also die mit ihrem Gleitschirm dort auf Rollerskates sich bewegen. Sie sehen die Beobachtungssitze dort links unten, rechts unten die Gärten. Es sind vielfältige Nutzungen. Die sind nicht aktuell erhoben, aber die Erhebungen des Besuchermonitorings zeigen das und geben das wieder. Interessant, Sie können jetzt diese Grafiken vermutlich nicht lesen, weil das etwas zu klein ist. Aber interessant ist hier im unteren Bereich, dass 2014 besonders die Erholungsfunktion zugenommen hat. Also ganz unten ist Sonnen, Lesen, auf dem Rasen liegen. Dankeschön, dass Sie das größer gemacht haben. Das ist sehr stark angestiegen. Ja. Das spielt eine bedeutsame Rolle. In den Anfangsjahren haben das 2010 und 2011 bei den ersten Erhebungen, haben die Menschen besonders das Feld genutzt, um einfach das zu überqueren, den Raum zu überbrücken. Das spielt jetzt gar nicht mehr die Rolle. Ja. Also es ist höchst unterschiedlich. Ich will es nicht im Einzelnen durchgehen. Gut. Dann ist es ein sozialer Raum. Ich habe jetzt gesprochen eigentlich über das Verhältnis von Mensch zu Natur, Sport, Entfaltungsmöglichkeiten. Das ist oft auf den Einzelnen abgestellt, aber die Natur spielt eine Rolle. Und für das Tempelhofer Feld muss man einfach sehen, es ist eben nicht nur die Natur, die hier wichtig ist. Sie kommt hinzu, sie ist auch nicht davon abzulösen. Das will ich gar nicht sagen. Aber es ist eben auch ein Ort der Begegnung, des Zusammenkommens, der Pflege möglicherweise von sozialen Beziehungen und ähnlichen Dingen. Und es sind ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, die hier zusammenkommen. Und Sie müssen auch hier wieder sehen, es sind Besucher von weiter außerhalb, die das Feld mal besuchen. Aber es sind auch die benachteiligten und marginalisierten Menschen, das klingt ein bisschen fürchterlich, aber die Stadtteile in der Umgebung sind nun mal gekennzeichnet durch bestimmte Sozialstrukturen. Und die sind in der Regel durch besonders hohe Arbeitslosigkeit, auch durch Kinderarmut, auch oft durch prekäre Situationen gekennzeichnet. Und das sind nicht wenige, nicht? Hier in Friedrichshain, Kreuzberg, Neukölln, Tempelhof, Schöneberg. Das sind, ich sagte vorhin schon die Zahl, rund 120.000 Bewohnern, die auch direkt einen Zugang haben zu dieser Fläche hier im Zentrum Berlins. Das heißt, das, was wissenschaftlich oft Umweltgerechtigkeit genannt oder auch manchmal Verhinderung von Gentrifizierung, das sind so die Fachausdrücke, das spielt hier natürlich eine sehr große Rolle. Der Wert liegt jetzt hier im sozialen Zusammenhalt. Ja? Die Menschen fühlen sich eingebunden in das Viertel. Die Menschen sehen das Feld als ihr Feld mit an. Ich meine jetzt besonders die aus der Umgebung. Und das kann natürlich auch individuelles Wohlbefinden, psychische Gesundheit auch und ähnliche Dinge stärken. Das spielt eine Rolle.
Und hier sehen Sie, wahrscheinlich sehen Sie es nicht sehr gut, weil ich will auf die Kreise hinaus, hier sind bestimmte Nutzungen, die ermöglicht werden und wo öffentliche Kontakte in besonderer Weise möglich sind. Ich muss mal nach links auf meinen Zettel gucken. Also hier Elemente der Umweltbildung, die gärtnerischen Projekte, die Mobilitätsangebote, Kunst und Kultur, gastronomische Angebote, sportliche Aktivitäten, die sind ja hier konzentriert an der Nordseite und an der östlichen Seite. Die unterstützen natürlich so etwas wie soziales Miteinander, Teilhabe und anderes mehr. Noch eine Folie dazu. Das sind diese Farben, die zunächst etwas irritieren. Ich fange mit der rechten Abbildung an. Das ist sozusagen eine Karte aus dem Statusindex der Berliner Wohnquartiere. Und blau heißt sowas wie mittlerer Status. Orange heißt schon etwas problematischer und rot ist ein kritischer Status. Jetzt fragen Sie, wie ist dieser Status ermittelt? Das ist hier ein Indikator, der gebildet wurde. Das ist sozusagen zusammengesetzt aus Familien, also Kinderarmut, Arbeitslosigkeit und was war es noch? Erhalt von Transfers. Also inwieweit ist man von sozialen Sicherungssystemen abhängig? Und das spielt natürlich eine große Rolle für das Feld. Und es spielt eine Rolle als wohnortnaher Grünraum, das habe ich ja schon gesagt. Also es geht schon darum, dass der Unterversorgung mit Grünflächen entgegengewirkt wird und man sollte auch dafür sorgen, dass einer sogenannten grünen Gentrifizierung entgegengewirkt wird. Gut, das waren im Grunde Mehrwerte, die hier beschrieben sind, soziale Mehrwerte, Mensch-Mensch-Beziehungen, vor allen Dingen auf der individuellen Ebene. Man kann das jetzt auf der letzten Stufe, die ich anspreche, noch etwas weiter denken. Man kann auch Werte ausmachen für die Stadtgesellschaft. Denn das Tempelhofer Feld ist ja gekennzeichnet durch sehr diverse Gruppen, auch durchaus einen hohen Anteil von Besuchern mit Migrationshintergrund. Und die besondere Geschichte der Aktivitäten des Tempelhofer Feldes, also wie sich hier Vereine organisiert haben. Da wurde vieles experimentiert und ausprobiert. Es ist eigentlich gelebte Demokratie. Das ist jetzt nicht ein Lob an sich, das ist nicht Honigschlecken, sondern das ist oftmals ist das ein erbittertes Ausdebattieren von verschiedenen Interessengruppen. Und die Feldkoordinatorinnen und Koordinatoren wissen das sicherlich noch besser als ich. Aber das entwickelt auch Demokratie, Teilhabe und Ähnliches. Es steigert die Identität des Ortes. Es ist ein Spiegel der Gesellschaft und der Geschichte. Und das ist schon einmalig. Ja? Das ist nicht irgendein Park. Das ist nicht irgendein Park hier wie, sagen wir mal, 10 andere Parks in Berlin. Das ist eine ganz eigene Geschichte und ein ganz eigener Wert, der hier auch in diesem Sinne für die Stadtgesellschaft insgesamt zustande kommt. Das hat Schwierigkeiten, aber es kann auch sozialen Zusammenhang fördern. Es kann Demokratie in einer Stadtgesellschaft befördern, Teilhabe befördern und es kann die Marke Berlin auch als Standortfaktor nach außen befördern. Es kann eine Rolle spielen in solchen Dingen. Ja, ich nähere mich langsam, aber sicher dem Ende dieser Vorstellung. Ich habe noch eine Folie. Man hat also jetzt auch schon überlegt, wie man diese informalen Tendenzen, die natürlich in den Anfangsjahren eine besondere Rolle gespielt hat, wie man das jetzt also durchaus auch formalisiert. Man hat also eine Feldkoordination mit gewählten Bürgerinnen, dann aber auch mit Vertreterinnen der Senatsverwaltung und von Grün Berlin. Und man versucht also jetzt, das zu institutionalisieren und auf diese Weise das also deutlich zu machen. Ja, als wir die Studie anfertigte, kam die Pandemie, Covid-19, und natürlich wird jetzt gefragt, ja, hat Covid-19 was verändert? Und ich würde zwei Antworten geben. Im Ansatz hat Covid-19 gar nichts verändert, denn im Ansatz ist das Tempelhofer Feld in seinem Wert da, auch in seiner Wertigkeit da, wo es ist. Nur, dass die Covid-19-Pandemie hat wie mit einem Brennglas Dinge noch deutlicher hervorgehoben.
Also es ist ein Verstärkungseffekt eingetreten. Und man kann auch sagen, also ich habe gesagt, ein Brennglas, ein Verstärkungseffekt. Man kann auch sagen, hier zeigt sich auch Stadtzukunft. Also nicht, wenn wir über Stadtzukunft sprechen, dann ist doch die Pandemie jetzt ein besonderer Anlass, um solche Dinge in den Blick zu nehmen. Und dann zeigt sich doch sehr schön, die Stadt von morgen braucht solche Räume. Sie braucht natürlich Grünräume. Die Stadtplaner wissen das auch. Sie erliegen oft natürlich dem Druck aus der Wohnungsbauwirtschaft und können dem nicht standhalten. Aber die lebenswerte Stadt, die Stadt, die eine Daseinsvorsorge für ihre Bürger vorhält und ähnliches mehr, die braucht solche Elemente. Da ist überhaupt gar kein Zweifel dran. Das heißt also, zusammengefasst, Stadtgrün, und das ist nicht nur die Natur, es ist die Fläche, hilft im Hinblick auf die Natur, es hilft im Hinblick auf Gesundheit und Lebensqualität, es ist ein Element der Daseinsversorgung, es hat eine strategische Position für die Städte. Eine letzte Aussage noch. Was macht das Tempelhofer Feld nochmal besonders aus? Das haben wir auch jetzt als Wissenschaftler versucht zu erfassen und das ist gar nicht so einfach zu erfassen, wenn man sagt, naja, das ist wie so ein Park, Stadtpark. Und ich habe vorhin mal gesagt, das ist es nicht. Und wir glauben, es sind drei Dimensionen, die ganz besonders sind. Die Größe und die Weite und die Offenheit. Da hängt vieles dran. Dieser Eindruck, wenn man hier steht, das Überwältigtsein, und das führt auch dazu, dass viele Konflikte ganz anders hier austariert werden können als auf engerem Raum. Ich glaube, dass die Geschichte und die Symbolik nie wegzudenken sind. Das hat schließlich auch dazu geführt, dass ja auch hier die Bürgerinnen und Bürger in Berlin sich auch diesen Freiraum erkämpft haben. Es gab ja den Versuch, das zu besetzen, das Feld. Dann wurde darum gerungen, dass es eine freie Fläche bleibt. Dann kam das Tempelhofer Feld gesetzt, es wurde gesetzlich verankert. Das sind auch Werte, glaube ich, die eine Rolle spielen, die man nicht leicht erfassen kann und die hinter diesen Begriffen stehen. Und es ist natürlich die Vielfältigkeit, die Unterschiedlichkeit, die hier in ganz besonderer Weise wichtig ist. Ja, das waren nochmal die Hauptlinien unserer Argumentation zusammengefasst. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, ich bin ungefähr in der Zeit geblieben. Ganz prima. Ich beende das dann jetzt erstmal damit. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank. Jetzt fehlt der Applaus natürlich hier, aber den denken wir uns jetzt. Dankeschön. Ja, sehr spannender Vortrag, hat vieles deutlich gemacht, denke ich, und vor allem deutlich gemacht, dass das Feld doch einen vielfältigen Nutzen hat, für ganz unterschiedliche, für den einzelnen Menschen, für die Natur, für die Stadtgesellschaft. Und ich möchte jetzt eigentlich gerne gleich in diese Austauschrunde einsteigen und die weiteren Gesprächsteilnehmer um ein kurzes Statement zur Einordnung dieser Studie bitten. Fangen wir doch mit Ihnen an, Frau Pütz. Als Landschaftsarchitektin und als Mitglied im Naturschutzbeirat kennen Sie das Feld sehr gut aus Ihrer Arbeit. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere, das Einzigartige aus dieser naturschutzfachlichen Sicht? Ja, also Herr Hans-Jürgens hat es eigentlich schon gesagt. Also ich finde auch, dass das Zusammenspiel von verschiedenen Aspekten das Besondere ist. Also erstmal diese überwältigende Weite, dass man den Blick weit hat, das hat man in der Stadt aus meiner Sicht ganz selten. Und dann, wenn man dort ist, das Besondere, das Zusammenspiel von dem Gefühl der Freiheit, die mit dieser Weite verbunden ist, aber auch der Freiheit der Menschen, weil ganz viele verschiedene Menschen dort sind, die ganz viele unterschiedliche Dinge dort tun können. Und gleichzeitig gibt es eine sehr ausgeprägte Natur, das haben wir auch gehört. Und auch für die Natur wird ganz viel getan und die hat sich auch toll entwickelt. Und dieses Zusammenspiel von dem, dass man ein Gefühl hat, selber frei sein zu können und die Natur sich auch frei entwickelt. Also dieses Gefühl von Freiheit, das man in der Stadt ja auch nicht oft hat. Freiräume sind sowieso schon freier, die Möglichkeiten dort als in Gebäuden, aber dann, das haben wir auch gerade gehört, ist es nochmal ein besonderer Ort. Es ist keine Parkanlage im klassischen Sinne, sondern es ist ein Ort der Freiheit und ja, das finde ich das ganz Besondere daran. Und
Und ich glaube, was aber spannend ist, dass es ja trotzdem viele Regeln gibt. Also dieses Zusammenspiel von Regeln, die aber erstmal auf den ersten Blick gar nicht so zu sehen sind. Also dass es ein Management gibt, das sozusagen im Hintergrund ist und dass ich das erstmal gar nicht sehe, sondern dass ich das Gefühl habe, ich kann hier relativ frei mit anderen agieren, interagieren, ich kann die Natur erleben, ich kann die Natur beobachten, ich kann Sport treiben. All das ist aus meiner Sicht die besondere Qualität. Und ja, und die hat sich in den letzten Jahren auch immer noch weiterentwickelt. Ich glaube, das schätzen ganz viele, die den Ort nutzen. Und deshalb steigt auch die Zahl der Leute, die ihn besuchen, immer mehr. Vielleicht soweit erstmal. Dankeschön, herzlichen Dank. Ein Freiraum mit Regeln. Frau Dr. Beek, Sie waren ja als Szenografin mit dabei, als hier das Beteiligungsmodell entwickelt wurde. 2015 haben Sie die Felddialoge gemacht und praktisch Räume inszeniert, wenn ich es richtig verstanden habe, wo Erfahrung möglich war. Mich würde jetzt interessieren, wenn Sie da zurückblicken, was haben die Bürgerinnen denn damals an Wünschen, Interessen, Ideen eingebracht und erkennen Sie das jetzt wieder in der Studie? Ist das geblieben sozusagen? Ja, mein Part damals bei den Felddialogen war der gelbe Bubbel, den Sie eben vorgestellt haben, Herr Hans-Jürgens. Es ging in diesen Felddialogen darum, mit einer bestimmten Methodik herauszufinden, wer eigentlich welche Interessen hat auf dem Feld und wie man diese Interessen in Räumen platzieren kann oder wie man diese Interessen auch miteinander harmonisieren kann. Jetzt kommt man immer so romantisch hin und denkt man, naja, alle unterschiedlichen, diversen Gruppen lernen sich dort kennen und gehen in den Austausch und am Ende sind alle unheimlich nett zueinander und ganz harmonisch und es ist also alles ganz wunderbar. Das ist ein großer, großer Wert des Feldes, dass das genau so ist. Aber die andere Seite, die ich mit wirklich sehr positivem Interesse gerne hier beschreiben will, ist nämlich die, dass Konfliktlinien beschrieben werden auf dem Feld. Also die Leute, die dort auf das Feld gehen, haben zum Teil sehr, sehr unterschiedliche Interessen. Und das haben wir in den Felddialogen versucht, einfach rauszufinden und auch zu kartografieren. Also die Kalte mit ihren großen, mit 200 Sachen anrauschenden Sportgeräten haben ein ganz anderes Interesse als die Hundeausführer, die Familien, die dort grillen wollen, die Gärtner, die Naturbeobachter, die Naturschützerinnen, also alle haben ein unterschiedliches Interesse, gucken auf dieses Feld und in diesem Raum wird jetzt dieser Aushandlungsprozess gestartet, wer macht das eigentlich wo und mit welchen Regeln. Und da hat man dann genau diese demokratische oder diese basisdemokratische Erfahrung, die sehr, sehr interessant ist, nämlich eine Enttäuschung, dass die Gruppen, die am lautesten brüllen und am präsentesten sind in den Dialogen, die meiste Zeit haben, die beste Artikulations-, also sich sehr in den Vordergrund schieben und andere sich, andere in den Hintergrund treten und umgekehrt. Und das ist das Schöne da draußen aufgrund der Weite, es finden doch alle ihren Raum am Ende. Also es entsteht ein Miteinander auf dem Feld, wo dann mit Hilfe der Feldkoordination, mit Hilfe dieses immensen, auch von der Verwaltung geführten Anstrengungen, ich weiß nicht, in welcher Stadt es sowas eigentlich gegeben hat, dass ein solcher Prozess durchgeführt wird, genau die Konfliktlinien miteinander in Beziehung zu setzen, die Räume zu finden, diesen Prozess immer wieder zu finanzieren, diese Anstrengungen der ganzen Koordination dort auch durchzufügen. Und letzter Satz jetzt, damit ich nicht zu lange spreche. Ich glaube, das ist ein Üben von Zivilität, ein Üben von Rücksicht, ein Üben von Miteinander. Und dafür ist das Tempelhofer Feld ein großartiger Ort und hat deshalb auch einen ungeheuren Wert. Herzlichen Dank. Also das Feld als ein Erfahrungsraum, wo auch ganz unterschiedliche Interessen ihren Platz haben. Thalo Tüntasch, Sie sind sehr viel auf dem Feld unterwegs. Sie haben die Fahrradwerkstatt dort etabliert als Projekt und Sie kennen es aus dem Alltag. Was ist für Sie das Einzigartige am Feld? Vielen Dank, Frau Werner. Zunächst möchte ich mich gerne ganz persönlich, aber auch im Namen der aktuellen Feldkoordination, also der gewählten
Feldkoordinatorinnen und Feldkoordinatoren und auch der ehemaligen ganz herzlich bedanken für diese wunderbare Vorstellung, Professor Hans-Jürgens, und danke, dass Sie es nochmal so schön sichtbar gemacht haben, und auch an Ihre Forschungsgruppe ein großes Dankeschön. Ich hatte gerade den Eindruck, ich würde das 100. Mal in diesen Verein Tempelhofer Feld eintreten nach dieser Vorstellung. Also wenn ich nicht schon eingetreten wäre, dann wäre das bestimmt das 100. Mal, weil ich finde, es ist eine so unglaublich große Geschichte, das Tempelhofer Feld. Es ist sehr schwierig, das in ein einziges Buch unterzubringen, und es ist auch sehr schwierig, das heute in dieser Podiumsdiskussion in Gänze zu behandeln, aber ich finde, wir haben sehr gute Betrachtungswinkel, die heute angewendet werden, aber es ist einfach eine unglaublich große Geschichte, und ich habe auch persönlich als feldengagierter Mensch schon wieder das Gefühl gehabt, wie groß ist das denn? Also wie groß und wie vielfältig auch. Also ich bin wirklich beeindruckt, ganz persönlich auch. Und Sie haben in Ihrer Präsentation einen Punkt unterstrichen, das haben meine Vorrednerinnen auch schon aufgegriffen. Sie haben gesagt, das ist nicht irgendein Stadtpark. Das sage ich jetzt nicht, um Stadtparks herabzusetzen. Ich wohne selber in Neukölln, also ich bin sozusagen ein Bewohner im Umfeld des Tempelhofer Feldes, aus dem Umfeld des Tempelhofer Feldes. Ich bin sehr gerne auch in der Hasenheide unterwegs. Immer dann, wenn ich mich so ein bisschen auch dieser Verantwortung als ehemaliger Feldkoordinator entziehen will. Denn natürlich kann ich das Tempelhofer Feld nicht mehr irgendwie als sozusagen komplett zivil betreten. Ich fühle mich immer verantwortlich. Ich suche immer das Gespräch, und wenn ich das Gefühl habe, irgendwer stellt sich gerade eine Frage, warum steht das jetzt da oder warum steht das noch nicht da und warum dauern Dinge so lange, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss einschreiten und ich muss was erklären und mitreden. Also das bedeutet das Tempelhofer Feld für mich, und das mache ich aber auch sehr gerne. Wenn ich aber nur mal spazieren gehen will, dann bin ich auch gerne mal in der Hasenheide. Das heißt, Stadtparks sind natürlich auch sehr wichtig für uns Neuköllner und Neuköllnerin, jetzt um ganz lokal mal zu sprechen, genau. Also der Punkt, der mich aber wirklich tatsächlich am allermeisten, ich komme auf Ihre Frage zurück, fasziniert, ist, es ist ein Ort, der Identifikation stiftet für viele, viele Menschen, und es ist ein politischer Erfolg, der örtlich geworden ist, der sich manifestiert hat, und gerade in Zeiten, wo die Demokratie immer wieder aus verschiedenen Ecken angefeindet, angegriffen und an ihr gerüttelt wird, kann man eigentlich diese Wertigkeit als demokratischen Ort, es ist sozusagen ein Ausdruck der Demokratieüberzeugung, der sich am Tempelhofer Feld manifestiert hat. Und dieser Punkt ist sehr, sehr groß, finde ich. Und also Herr Staatssekretär Stefan Tiedow weiß natürlich um die Bedeutung dieses Punktes, und er ist ein Verfechter des Tempelhofer Feldes, und aber auch für die anderen politischen Akteure in Berlin möchte ich schon diese Message nochmal rausschicken. Das Tempelhofer Feld ist die Überzeugung für die Demokratie. Das darf man nicht übersehen. Also das muss man anerkennen und würdigen. Und ja, das ist so meine Meinung jetzt gerade dazu. Darf ich noch mal nachfragen, Herr Tüntasch? Sie hatten in unserem Vorgespräch gesagt, und das fand ich sehr spannend, man begegnet sich anders auf dem Feld. Wie könnten Sie das beschreiben? Wie ist die andere Begegnung? Also ich finde, dass die Menschen oft sehr viel leichter auf dem Tempelhofer Feld sich fühlen. Also sie lassen ihre Packungen und alle viele Sorgen dann doch daheim, bringen das nicht mit oder lassen es fallen, wenn sie gerade das Tempelhofer Feld betreten, weil diese Weite und diese Luft zum Atmen doch einfach sehr befreiend ist und einfach auch erleichtert und einfach Hoffnung vielleicht auch gibt und Mut nochmal den nächsten Tag auch zu schaffen und weiterzugehen. Dankeschön, ja. Herr Tiedow, was sagen Sie, macht Ihnen diese Studie auch Mut? Ja, was heißt Mut? Also erstmal finde ich sie unheimlich wichtig, und sie
bestärkt einen, also so ging mir das jedenfalls in den Dingen, die man eigentlich zu wissen glaubte, aber ich fand es eben nochmal sehr eindrucksvoll, ist sozusagen auch so systematisch und wissenschaftlich objektiv versucht zu fassen. Ja? Also das subjektive Empfinden ist ja das eine, da würde ich gleich gerne auch noch was zu sagen, aber das sozusagen in dieser Systematik zu erfahren, fand ich schon sehr eindrucksvoll und mir ist jetzt bei dem Vortrag auch nochmal deutlich geworden, die Einzigartigkeit. Das kann man ja sagen, diese unterschiedlichen Dimensionen werden mehr oder weniger, also in dem abstrakten Konzept für alle Grünanlagen finden und Parkanlagen. Und vielleicht haben wir sogar eine Situation, dass wir im Schöneberger Südgelände noch eine höhere Artenvielfalt haben, auf die vielleicht weniger Feldlärchen, aber sozusagen von den Zahlen noch eine höhere Artenvielfalt, als das auf dem Tempelhofer Feld ist. Und was aber eben sehr deutlich geworden ist, dass es eben nicht einfach nur geht, welche Funktionen rein abstrakt finden sich überall, sondern die spezifische Interaktion dieser Ebenen. Und das hat eben auch was mit der Größe und mit der Weite zu tun. Und das ist mir nochmal sehr deutlich geworden. Und ich finde, wenn man jetzt auch einen anderen Vergleich wählt, und da kann ich total super anknüpfen an das, was Sie gerade gesagt haben und kommen auch auf diese subjektive Note. Also ich weiß es nicht genau, ob der Tiergarten, der ist ja nun auch ziemlich groß, im Grunde vergleichbar. Und trotzdem ist es ein ganz anderer Unterschied. Und die Menschen, das ist mein Eindruck, ich bin auch viel auf dem Feld, bewegen sich ganz anders. Also ich kann das nur bestätigen, man geht einfach anders und die Leute fühlen sich, bilde ich mir jedenfalls ein, freier. Also man merkt das, wie die Leute auf der Wiese interagieren oder nur für sich kontemplativ versinken oder Yoga machen. Das hat man in anderen Grünanlagen eben in dieser Form nicht, überhaupt nicht, auch nicht im Tiergarten. Da passiert auch viel, aber es ist irgendwie tatsächlich einzigartig und das ist mir jetzt nochmal deutlich geworden, dass das was mit der Größe zu tun hat. Und ich glaube auch, um nochmal den Vergleich mit einer weiteren sehr wichtigen Grünanlage für Berlin, mit dem Park am Gleisdreieck zu ziehen. Die ist auch groß, die ist auch unheimlich wichtig. Da ist aber auch die soziale Interaktion eine andere und ich habe jetzt die Zahlen nicht, das ist jetzt aus dem Bauch raus, aber ich glaube, wenn ich mir das Müllaufkommen angucke oder die Problematik, wir haben vermüllte Grünanlagen, würde ich die These behaupten, dieses Problem haben wir im Tempelhofer Feld nicht so ausgeprägt wie in anderen Anlagen, obwohl deutlich mehr Menschen auf dem Feld sind, weil es die Menschen irgendwie verändert. Die gehen sozusagen anders auch mit der Natur und mit ihrem Park um. Und da würde ich sagen, man sieht, es funktioniert, es wirkt. Und das macht auch die Einzigartigkeit aus, die sich in dieser überlagerten Dimension, die sie sehr gut rausgearbeitet hat, eben nicht gleichförmig in allen Anlagen darstellt, sondern eine Spezifik konstituiert, die wirklich nur das Tempelhofer Feld hat, weshalb es so wichtig auch ist, diese Grünanlage hier in Berlin zu haben, aber nicht Grünanlage, diese Fläche, diesen Ort der Demokratie und der Natur. Herzlichen Dank. Bevor wir gleich noch in den Chat reinhören wollen, nochmal an Sie erstmal den Hinweis: Beteiligen Sie sich im Chat. Wir könnten vielleicht nachher noch mal den Link einspielen. Vielleicht noch mal eine kurze Nachfrage an Sie, Professor Hans-Jürgens. Sie sagten ja, Corona hat es noch mal deutlich gemacht. Eigentlich wissen wir schon alles. Aber gibt es nicht auch sowas wie, jetzt wissen wir erst recht, wie diese Freifläche, wie dieser Naturraum mitten in der Stadt für uns wichtig ist? Ich fand auch die Wortschöpfung Freiraumversorgung irgendwie genial, das kannte ich vorher noch nicht. Ist es gerade in der Stadt wichtig? Also Corona stellt uns vor viele Herausforderungen und viele Effekte wissen wir nicht genau, wie es jetzt ist in den Familien. Wir wissen nicht genau, wie es mit den Kindern, auch was passiert mit den Kindern. Und es ist schon eine ganz andere Situation. Die Gesellschaft wird sich verändern. Wir werden auch nicht wieder zurückfallen in den alten Arbeits- und Lebensmodus. Die Digitalisierung hat einen Schub gehabt. Aber so, unsere Überlegung hierzu war, als wir darüber gesprochen haben im Team, die Corona-Krise hat sozusagen nicht erst den Wert des Feldes hervorgebracht. Das wäre ein Vernachlässigen dessen, was alles schon da war, was auch hier. Nein, das nicht. Ne? Aber die Corona-Krise hat uns fast grausam
vor Augen geführt, wie, dass es hier um Daseinsvorsorge geht und nicht, dass es nicht irgendwie ein nice to have ist oder so nochmal. Was ja manche auch vor Augen haben, wenn sie sagen, mein Gott, wir sollten das Feld anders nutzen und überhaupt, ja, nein, wir haben hier erkannt, ich habe vorhin die Worte gewählt, die Zukunftsstadt, die Stadt von morgen, wird solche Elemente zwingend haben müssen, ausweisen müssen, um Lebensqualität für ihre Bürgerinnen und Bürger auch zu haben, auszuweisen. Es wird nicht anders gehen. Und diese Sichtweise, finde ich, hat die Corona-Krise einfach viel deutlicher hervortreten lassen. Nicht, wenn die Menschen da in ihren Wohnungen hängen und überlegen, Mensch, wenigstens einmal am Tag möchte ich mal rausgehen. Und man erfährt es ja selber nicht. Ich meine, bei mir sind es Videokonferenzen. Ich bin völlig erschöpft nachmittags um 15, 16 Uhr, weil ich einfach nur gesessen habe in einer schlechten Körperhaltung, nicht ergonomisch und all diese Dinge. Und diese Befreiung rauszugehen, und das macht man immer noch zu wenig. Diese Option ist so viel wichtiger geworden. Das wurde uns deutlich vor Augen geführt. Und das ist ein starkes Zusatzargument gewesen, was da jetzt passiert ist. Ja, herzlichen Dank für die Präzisierung nochmal. Joe, wie sieht's aus im Chat? Ja, die Reaktionen unserer Zuschauer sind noch etwas verhalten, muss ich sagen. Aber die Regie hat mir zugeflüstert, dass wohl auf dem YouTube-Kanal jede Menge Aktivität ist. Ich bitte Sie nochmal, also wenn Sie hier dran teilnehmen möchten, bitte auf mein.berlin.de gehen und dort Ihre Fragen loswerden in dem entsprechenden Link, der jetzt auch eingeblendet wird. Drei Fragen habe ich, die mir relevant erscheinen. Wie schaut es aus mit der Bedeutung des Feldes für die psychische Gesundheit? Das haben Sie erwähnt, Herr Dr. Hans-Jürgens, Professor Hans-Jürgens, aber da gibt es nochmal Nachfragen dazu. Also wenn Sie das nochmal ein bisschen ausführlicher beschreiben können. Dann gab es eine Frage zum Thema, wie viele Menschen leben denn im Umfeld? Und der Autor spricht hier von 800.000 Menschen, die wohl in einer anderen Quelle genannt sind. Sie haben 120.000, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erläutern. Das ist ja eine Frage des Radius, wie groß zieht man den? Und die dritte Frage, die ich hier reingeben möchte, lautet, was müsste denn passieren, um die beschriebenen Qualitäten auch in Zukunft zu sichern und weiterzuentwickeln? Danke. Dann würde ich sagen, Sie sind gefordert, Professor Hans-Jürgens. Ja, geben Sie mir die Stichworte einzeln nochmal, bitte. Psychische Gesundheit? Psychische Gesundheit. Es ist sozusagen von der wissenschaftlichen Seite ein relativ neues Feld, dass Gesundheitsaspekte zusammen mit Stadtgrün jetzt auch zunehmend erforscht werden. Ich weiß, dass die jetzige Vorsitzende des Sachverständigenrats für Umweltfragen, das ist ein nationales Gremium beim Bundesumweltministerium, die ist Gesundheitsforscherin, die Frau Homberg, und die wendet sich diesen Fragen zu. Wir haben sozusagen hier keine originäre Studie, es mehren sich aber sozusagen internationale Studien. So, und wie gehen die vor? Die gucken natürlich im Grunde auf Statistiken, nicht? Die gucken dann, wie sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und versuchen dann Vergleichsgruppen herzustellen mit und ohne Zugang zu solchen Freiflächen. Und so wird da vorgegangen und die Evidenz ist schon da. Dann wird das, bei manchen wird das noch übersetzt in verlängerte Lebensjahre, dann wird das auch sogar ökonomisch bewertet. Da gibt es so Studien, die das versuchen ökonomisch zu machen. Das haben wir dann gelassen, weil wir gesagt haben, das wollen wir nicht, ganz bewusst. Aber gezielt jetzt psychische Gesundheit, glaube ich, ist noch schwerer zu erfassen als jetzt Herz-Kreislauf, Bewegungsmangel. Da ist die Situation vermutlich noch etwas besser. Ich glaube, dass die Informationslage hier gar nicht gut ist. Informationslage ist nicht gut, heißt aber nicht, dass da kein Effekt ist, sondern es kann genau umgekehrt sein. Es kann sein, dass der Effekt sogar sehr groß ist. Zweites Stichwort. Entschuldigung. 800.000 oder 120.000. So, ja gut, wir haben jetzt die direkte Nachbarschaft genommen. In der Studie ist es auch aufgeführt an der Stelle. Das waren Neukölln, Kreuzberg, Schönberg und Tempelhof-Schöneberg. Ja. Tempelhof-Schöneberg, ja genau. Das waren hier sozusagen die Stadtteile, die wir direkt mit reingerechnet haben, weil es eine unmittelbare Nähe war, fußläufig erreichbar und dergleichen mehr. Natürlich ist uns, und über das Besuchermonitoring, übrigens die alten Besuchermonitorings, weiß man auch ungefähr, wo die Menschen hergekommen sind. Und der Großteil kommt auch aus der unmittelbaren Nähe. Natürlich heißt das, dass auch Besucher von woanders kommen. Berlin, man kann sicherlich so Kreise ziehen, aber natürlich auch ganz andere Menschen, die sich dann auch das Feld nochmal anschauen wollen, weil sie das als historischen Ort dann
erfahren haben, sagen, ich möchte hier mal, das war bei mir der Fall. Ich habe ja am Eingang gesagt, ich wusste es nicht, aber Luftbrücke ist für mich der Begriff. Und dann sieht man die es ist ja sehr spärlich gehalten. Es ist ja nicht wie ein Museum, aber diese 2, 3, 4 Informationsschilder, das ist schon beeindruckend. Das ist gut gemacht, finde ich auch. Das hat mich dann sehr beeindruckt. Ich wusste beispielsweise auch nicht, dass hier Jüdinnen und Juden als Zwangsarbeiter waren, habe ich nicht gewusst vorher. Das habe ich jetzt im Zuge der Studie auch erst erlernt und solche Dinge. So, drittes, gut. War noch ein Stichwort? Die dritte Frage war... Die beschriebenen Qualitäten in Zukunft auch zu sehen. Sicher, genau, da würde ich jetzt sagen, das ist doch eine Frage, wo wir einen kleinen Ideenwettbewerb hier starten könnten. Wie kann man das Tempelhofer Feld, so wie es ist, für die Zukunft sichern? Frau Dr. Beek, Sie schauen so, als hätten Sie schon eine Antwort auf den Lippen. Nein, ganz und gar nicht. Ich meine, das ist ja die große Frage, die die Stadtgesellschaft seit Jahren jetzt umtreibt. Man kommt auch um die Diskussionen nicht rum, werden trotzdem jetzt irgendwann nochmal Randbereiche bebaut werden oder ist es für immer und ewig genau dieser Freiraum, der so viel wert ist und der auch gesichert werden soll, genau in dem Zustand, den er jetzt hat? Oder ich erinnere mich noch an mir haben die damals gut gefallen, diese Pläne von Grossmax mit dem Felsen. Also ich oute mich da auch. Also ich hätte mir damals 2014, 2013 auch einen gestalteten Park vorstellen können. Also das ist natürlich eine Frage. Würde eine Form von, ich sag mal, gestaltetem Eingriff in der richtigen Dosierung mit den richtigen Qualitäten von Land nur in Erbpacht und Qualität hoch, würde das auf Dauer eine Qualität mit sichern? Oder ist es der wirklich richtige Weg, das jetzt weiter so festzuschreiben, an den Regeln und dem Miteinander zu arbeiten und genau den Weg, der jetzt verfolgt wird, auch weiterzugehen? Ich bin mir da unsicher, da bin ich aber auch mit Leib und Seele Gestalterin. Ich glaube, dass in Dimensionen von 10, 20, 30, 40 Jahren durchaus Dinge sich auch räumlich etwas verändern können. Aber das ist wahrscheinlich einer der letzten Räume in Berlin, wo ich das aktiv empfehlen würde. Machen wir bei Ihnen weiter, Herr Tüntasch. Was ist Ihre Idee für die Zukunft, das Tempelhofer Feld zu sichern? Naja, es gibt das Tempelhofer Feldgesetz und das sichert erstmal das Tempelhofer Feld in der jetzigen Form und das ist auch sehr gut so. Da müssen sich diejenigen, die was anderes mit dem Tempelhofer Feld vorhaben, besonders anstrengen und sehr kreativ sein, um das zu umgehen oder um sozusagen ihre Visionen zu ermöglichen. Ich bin natürlich dafür, dass das Tempelhofer Feld so erhalten bleibt, wie es jetzt ist. Ich höre mir aber auch gerne andere Ideen dazu an und finde nicht, dass die per se jetzt super schlecht sind oder überhaupt nicht taugen, sondern ich bin einfach überzeugt, dass sozusagen diese Größe, diese Weite und diese Offenheit einfach von ganz besonderer Wichtigkeit ist und auch diesen einzigartigen Charakter halt ganz, ganz doll ausmacht. Und also eine Veranstaltung wie die heute hilft, um das Tempelhofer Feld so zu erhalten. Eine Studie, die besonders gelungen ist und heute hier vorgestellt wird, hilft. Und es hilft auch, die Beteiligungsarbeit fortzusetzen, auch wieder neue, begeisterte, engagierte Menschen zu finden, zu erreichen, in Verantwortung zu bringen. Also wenn Menschen teilweise dazu auch genötigt werden, Verantwortung zu übernehmen für ihr Feld, dann tut es auch unserer Stadtgesellschaft sehr gut, wenn sie den kleinen Stupser auch dazu bekommen, sozusagen. Und Hab ich es richtig verstanden? Teilhabe ist auch ein Weg, um dieses Feld zu sichern. Ja, vielen Dank, dass Sie das so einfach mal kurz abgebildet haben. Genau, das ist meine Position. Ja, Teilhabe hilft, um genau das zu erhalten und abzusichern und finde ich gut auch, wie es passiert, schon auf dem Tempelhofer Feld. Frau Pütz, Ihre Idee. Wir sind noch im Ideenwettbewerb. Im Ideenwettbewerb, wie man das Feld sichern kann, ist die Frage, ja. Ja, also
aus meiner Sicht auch so weitermachen wie bisher. Also da würde ich mich anschließen, dass genau dieses Aushandeln ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist. Ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass dieses Thema des Freifühlens, der Freiheit, dass das erhalten bleibt. Also von daher wäre ich auch sehr, sehr vorsichtig mit dem Thema der Bebauung. Also Sie haben auch gesagt, es gibt das Gesetz, das ist aber natürlich auch, das kann man ändern. Also von daher glaube ich, diese Qualität, die das hat, die wir gerade herausgearbeitet haben, die Studie zeigt, da ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, damit umzugehen. Und ich habe immer Sorge, wenn es dann darum geht, Bebauung, das ist immer die große Macht, dann kommt dann mit viel Kraft, dann wird dann alles zugebaut. Und diese sensiblen Aspekte, die wir jetzt hier herausgearbeitet haben, die haben meistens in der Politik nicht so den Stellenwert. Und das, glaube ich, ist wichtig, über das Engagement, über das Publik machen dieser verschiedenen Ebenen der Bedeutung und der Diskussion, gerade auch jetzt zu Corona-Zeiten, wie wichtig ist eigentlich der Freiraum, wie wichtig ist grüne Infrastruktur, wie wichtig ist das Gefühl von Freiheit, von Freiheitsgefühlen, miteinander Dinge miteinander auszuhandeln, um auch eine Demokratie zu stärken, zu stabilisieren. Das ist, glaube ich, sind das alles ganz, ganz wichtige Aspekte, die weitergeführt werden sollten, so wie sie jetzt schon sind. Und ich glaube, was dazu gehört, das meinte ich vorhin mit den Regeln und der Freiheit, das ist ein ganz großes Management, was dahinter steht. Also was über die Senatsverwaltung passiert, was aber auch über die Grünen Berlin passiert, neben dem bürgerlichen Engagement und dieses Management dahinter, das gehört für mich dazu. Also das muss auch gesichert werden, weil dass man eine Betreibergesellschaft hat, die den Park pflegt, die den Müll, die organisiert, dass der Müll wegkommt, aber die auch Veranstaltungen macht, die ganz viele Angebote macht mit Sport, mit dieses Urban Gardening organisiert. Auch all diese Dinge, das ist Know-how, das ist Management. Und ich glaube, das ist beispielhaft auch am Tempelhofer Feld. Man kann sich nur deshalb so frei fühlen, weil diese Regeln, die da sind, auch Leute da sind, die dafür sorgen, dass sie eingehalten werden und dass dieser Rahmen da ist. Und daher wünsche ich mir, dass das eben genauso weitergeht. Und so eine Diskussion, ja, was kann man da sonst noch machen? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, noch stärker Umweltpädagogik, oder es gibt die Frage, manchmal sucht man Räume für Schulen, oder also ob da nicht auch noch Möglichkeiten wären, das noch weiter zu stärken. Also es wäre ein Bereich, das gibt es auch schon sehr viel, aber das könnte ich mir vorstellen, dass man das noch stärkt. Zum Beispiel gibt es ja einen kleinen Teilbereich jetzt, der wird beweidet mit Schafen. Und das kommt zum Beispiel total toll an. Also dieses Naturerleben, das kann ich mir vorstellen, dass man das noch mehr ausbaut. Also nochmal stärken, dass hier Natur erfahrbar ist, mitten in der Stadt. Ja. Ja, Herr Tido, wie geht's weiter in die Zukunft geschaut? Wie sichern wir das Feld? Naja, wenn ich das richtig erinnere, war ja die Frage gar nicht, wie sichern wir das Feld, sondern wie sichern wir die Qualitäten des Feldes. Und das, finde ich, ist nochmal heute auch ganz deutlich geworden. Also das Feld hat über 300 Hektar. Jetzt könnte man natürlich sagen, naja, auf 50 kommt es nicht an, 250 ist immer noch eine große Fläche oder 200 ist auch noch eine große Fläche. Und ich glaube aber, das ist schon klar geworden, es ist dann ein anderes Feld. Und es wird sich verändern, auch in dieser Interaktion und in dem konkreten Zusammenspiel ihrer Ebenen. Und ich glaube, das muss man sich erstmal klar machen, und da finde ich, ist eine wichtige Erkenntnis. Und deswegen müsste man sich überlegen, was man tut. Und ich habe schon ein großes Interesse, natürlich das Feld mit diesen Qualitäten, die Sie beschrieben haben, zu erhalten. Und da ist auch die soziale, die demokratische Qualität, auch dieser Aushandlungsprozess für mich konstitutiv, und das ist, wir haben ja die Situation, das Tempelhofer Feldgesetz sichert jetzt nicht nur das Feld, es gibt auch einen bestimmten Rahmen der Entwicklung, und so wie es konzipiert ist, ist eigentlich der Grundgedanke, man kann ganz, ganz viel machen und experimentieren, aber es darf diesen Charakter nicht verlieren, und deswegen muss alles auch wieder ganz anders gemacht werden können und rückbaubar sein. Ich vereinfache es mal ein bisschen. Und darüber sind wir
Und das ist natürlich spannend, weil dann geht die Diskussion los und es gibt ja eine sehr aktive Bürgerschaft auch und Aushandlungsprozesse, das ist Teil dieses Prozesses. Ich glaube, manchmal treibt uns das als Verwaltung zur Verzweiflung, manchmal treibt unser Handeln die Bürgerinnen zur Verzweiflung, die Engagierten. Aber das macht eine Qualität aus. Da würde ich mir schon auch vorstellen, dass man an bestimmten Punkten auch schneller vorankommt, mehr ausprobiert und dann auch schneller mal in die Umsetzung bringt. Aber eigentlich glaube ich, ist es gut, wie es ist und man sollte mehr experimentieren, aber im Rahmen dessen, was der Regeln, die da sind, auch derer, die Frau Pütz genannt hat. Und das, glaube ich, ist das, was man für die Zukunft eigentlich sichern sollte. Also die Richtung stimmt und vielleicht einen Schuss mehr Gelassenheit und Geduld mitbringen. Herr Professor Hans-Jürgens, haben Sie auch noch eine Idee? Sonst habe ich noch eine andere Frage an Sie. Na, ich finde, vieles ist jetzt an diesem Punkt gesagt worden. Da habe ich keine weiteren Ideen. Also darf ich eine Sache nochmal, ja? weil die ja auch in der politischen Diskussion drin ist und wo ich tatsächlich sogar auch eine Skepsis habe. Es gibt eine große Debatte auch, ob man Teilbereiche des Feldes mit Bäumen einzeln bepflanzt. So. Aber dann ist auch immer die Vorstellung, das könnte doch auch ein Wald sein. Jetzt könnte man als jemand, der für Naturschutz zuständig ist, sagen, das ist ja ganz prima und Grundwasserbildung und Versickerung und Bäume binden das Klima. Aber nach dem, was ich jetzt auch nochmal von Ihnen gehört habe, würde ich sagen, ja, man kann über mehr Bäume schon reden, aber da einen Wald hinzusetzen, würde unheimlich viel verändern. Die Weite wäre weg und die Weite ist ja genau das, wo Sie in Ihrem Vortrag in vielerlei Hinsicht einfach auch drauf rekurriert haben. Ja, genau. Also zum Beispiel schauen Sie auf die Klimaeffekte, nicht? Als Wissenschaftler, ich habe ja die verschiedenen Zugänge dann beschrieben, als Wissenschaftler würde ich jetzt sagen, wie sind die Klimaeffekte? Dann haben Sie den Boden, der speichert CO2, sorgt dafür, anders als bei bebauten Flächen, dass also in gewissem so ein Wald würde mehr CO2 speichern als diese offene Wiesen, die dort sind. Das ist schon richtig, ja. Aber es kommt auf das Gesamtbild an. Und ich will auch noch mal eins hinzufügen. Also ich selber bin ja auch Ökonom und würde auch an manchen Stellen monetarisieren. Wir haben Studien gemacht, wo wir monetarisiert haben. Also Moore, zum Beispiel der Wert von Mooren oder von Wald oder so etwas. Und hier würde ich es als nicht redlich empfinden, wissenschaftlich nicht redlich empfinden. Vieles lässt sich nicht festhalten. Es wäre unfair, weil Sie bestimmte Dimensionen, und die haben wir sehr schön eigentlich in dieser Diskussion nochmal gehört, bestimmte Dimensionen würden durch die Herangehensweise der Monetarisierung unterwert, jetzt nehme ich den Begriff, unterwert berücksichtigt, die doch offensichtlich den Bürgerinnen und Bürgern und den Menschen, die das nutzen, offensichtlich sehr wichtig sind. Und es würde auch angreifbarer werden, das Ganze. Also ich habe sozusagen gerade in diesem Zusammenspiel der Weite, wir haben das ja auch im Team diskutiert, wir waren ja 5, 6 Leute, das Zusammenspiel auch von außen zu innen, der Charakter würde verändert, nicht? Auch von dem, was gerade gesagt wurde. Man kann gestalten, das ist gar keine Frage. Der Charakter würde verändert, man muss fragen, was man als Gesellschaft will. Und wir haben nur erkannt, dass im Moment eine hohe Wertschätzung für den jetzt bestehenden Charakter sich herausgebildet hat. Das haben wir versucht wiederzugeben. Das war uns selber auch nicht in dieser Deutlichkeit klar. Ja, herzlichen Dank. Sie haben ja die Frage schon beantwortet, bevor ich sie stellen konnte. Sie wollten noch auf die Monetarisierung hinaus. Genau, genau. Ja. Super. Also das hätte hier aus meiner Sicht keinen Sinn gemacht. Aha. Wir hätten uns ins Knie geschossen, will ich sogar sagen. In dem Sinne, wir wären angreifbarer gewesen, es wäre nicht so haltbar gewesen und wir hätten viele Dimensionen überhaupt nicht so gut erfassen können. Und so gesehen hat sich das fast verboten hier an dieser Stelle. Obwohl ich natürlich weiß, dass im politischen Prozess, Herr Staatssekretär, nicht, die Zahlen sprechen oft für sich, dann Ihnen fällt es oft leichter mit, sagen wir mal, mit, ich meine es nicht böse, aber mit vulgären genutzten Zahlen sozusagen daherzukommen, sagen, schauen Sie, der Wert ist doch viel höher, als wenn wir das oder das machen. Das weiß ich wohl auch. Und das ist auch einer der Anliegen, dass wir als Ökonomen natürlich häufiger versuchen, auch ökonomische Werte zu erfassen und auch Werte beizumessen. Aber ich finde, hier geht es gar nicht. Um ganz deutlich zu sein, es geht nicht. Es wäre gewissermaßen eine Verzerrung,
die dadurch herbeigeführt worden wäre, die ich nicht hätte verantworten können. Jetzt auch wissenschaftlich nicht. Genau, herzlichen Dank. Jetzt schaue ich nochmal rüber. Joe nickt. Okay, also schieß los. Unsere virtuelle Zuschauerschaft ist und Zuhörerschaft ist langsam aktiv geworden. Eine Frage ist, ob die Unbestimmtheit des Feldes auch als eine Qualität gelten kann und wie man diese beschreibt. Das interessiert jemanden hier bei uns im Chat. Eine andere Frage ist, kann man das Feld als beispielhaften Ort der Permakultur noch stärker etablieren? Das ist auch eine interessante Frage. Und ein Gedanke, der zu diesem Gespräch, was gerade stattfand, passt, ist, kann man das Tempelhofer Feld in die Liste der UNESCO-Kulturerbe oder Naturerbe möglicherweise aufnehmen lassen? Das interessiert unsere virtuellen Zuschauer, wenn Sie darauf nochmal eingehen könnten. Dankeschön. Gibt es irgendwelche Hinweise, wer das beantworten soll? Nein. Ist in die UNESCO-Frage richtet sich an die Stadt Berlin, ja, oder Land Berlin. Ja. Fangen wir damit an, Herr Tido? Damit können wir gerne anfangen, aber ich habe da tatsächlich keine schlanke Antwort parat, weil ich es schlechterdings nicht weiß. Ich gucke mal Fragen Frau Pütz an, weil natürlich diese Weltkulturerbe-Geschichte immer sehr stark an objektiven Kriterien sind. Und nur weil wir es schön finden, wird es nicht funktionieren. Aber vielleicht geht es ja. Frau Pütz, wissen Sie es? Also ich weiß es auch nicht. Es gibt Weltkulturerbe und Weltnaturerbe. Und ich finde, das Besondere vom Tempelhofer Feld ist ja eigentlich das Zusammenspiel von beidem. Und ich kenne aber bisher noch kein Welterbe, das beides verbindet. Also es gibt das eine und das andere. Von daher wäre es ja vielleicht ein Versuch wert, das erste Welt-Natur-Kulturerbe zu werden, das beides ist. Aber das gibt es bisher, glaube ich, in der Kategorie nicht. Von daher ist das wahrscheinlich ein ziemlich dickes Brett, was man bohren müsste. Aber ja, vielleicht lohnt es sich. Permakulturstärken habe ich als weiteres Thema. Ich glaube auch Frau Pütz wieder. Das ist, glaube ich, ihr Feld. Permakultur, also wenn man das großflächig auf dem gesamten Feld machen wollen würde, hätte ich damit ein Problem, weil ich finde genau dieser Charakter, der freie Charakter, so wie wir ihn beschrieben haben, würde auch im Sinne einer Permakultur den Ort komplett verändern. Das ist so ein bisschen so in die Richtung wie Wald oder Permakultur. Also weil dann haben wir eine landwirtschaftliche Fläche und es ist etwas anderes. Und das, finde ich, würde dem Ort so in der Dimension nicht gerecht werden. Aber wir haben ja Gardening-Flächen, die jetzt auch da sind und die intensivst betreut werden. Und da in kleineren Bereichen das im Sinne der Permakultur zu tun, da spricht überhaupt nichts dagegen. Das wird auch jetzt schon gemacht. Und das sicherlich so weiterzumachen, das ist super. Das ist auch ein Aspekt des Feldes, haben wir ja vorhin gehört, das gehört dazu und das passiert. Das, glaube ich, schätzen auch sehr, sehr viele, auch gerade beim Vorbeigehen und sich das anschauen. Von daher in dem Rahmen, in dem es jetzt passiert, kann man das weitermachen. Aber ich würde das nicht, also ich aus meiner Sicht würde es nicht zum Charakter passen, das jetzt in einer großen Dimension auf das gesamte Feld zu übertragen. Gut. Und die erste Frage, was war das Stichwort zur ersten Frage? Die bezog sich auf die Unbestimmtheit, ja, also den undefinierten Raum. Ja. Ja, auch das ist ein Wert, das möchte ich doch ganz gerne erläutern. Ja. Schauen Sie, es hat ja alles das einen Wert, ich habe das ja sehr ökonomisch aufgezogen, wenn Sie so wollen, was den Menschen einen Wert hat. Und wenn die Unbestimmtheit Leuten wichtig ist, und das kann sein, das müsste man herausfinden, dann ist das eine Dimension, die eine Rolle spielt. Die Ökonomen nennen das dann oft Optionswert, also eine Optionsraum wird erhalten, was auch schon wichtig sein kann. Das wird natürlich in anderen Zusammenhängen diskutiert. Das wird beim Regenwald übrigens diskutiert, weil der tropische Regenwald genetische Vielfalt beinhaltet. Und die genetische Vielfalt wollen manche erhalten, indem sie den schützen, um dann möglicherweise Optionen für die Zukunft daraus zu ziehen. Da ist noch unsicher, ob sie diese Option nutzen oder nicht, ob sie diesen Wert nutzen oder nicht. Die Option an sich stellt den Wert dar. So würde ich das hier auch sehen. Aber es kommt immer darauf an, ob Menschen auch das artikulieren, das zum Ausdruck bringen, ob es ihnen wichtig ist. Dann würde ich sagen, ja, sehr wohl. Das kann auch eine Dimension von Wertigkeit sein, die eine Rolle spielt. Ja, ich
wird Frau Dr. Beek noch einleiten. Ich würde das gerne noch ergänzen und unterstreichen. Also Berlin hat sich so drastisch verändert in den letzten 5-6 Jahren. Also so viele Flecken, die vorher noch kleine Räume waren, wo Optionen da waren, sind mittlerweile zugebaut. Also das ist ja in einer rasanten Geschwindigkeit passiert. Und deshalb gerade ist das Tempelhofer Feld ein hat gerade in Bezug auf die Unbestimmtheit einen so hohen Wert, weil man sich hier ständig etwas noch vorstellen kann, was man in der so fertigen Stadt nicht mehr kann. Das war Teil der Kreativität von Berlin, dass sie so unfertig war. Jetzt wird sie langsam so fertig, wird auch deshalb eine Großstadt von Weltrang vielleicht, aber der Witz ist an vielen Stellen einfach weg. Und das Tempelhofer Feld ist eben einer dieser letzten Flächen, wo die Fantasie noch walten kann und das Ganze offen ist. Ich habe keine Ahnung, wie man das monetarisieren kann oder sonst irgendwas, ob das eher in Richtung psychische Gesundheit geht, aber es ist ein großer Wert. Ja, danke schön. Ich würde jetzt gerne noch mal Herrn Tüntersch fragen, und zwar zu Ihrer Erfahrung als Feldkoordinator. Sie waren ja 3 Jahre lang gewählter Feldkoordinator, aber vorher schon aktiv. Würden Sie denn, welche Anforderungen gibt es aus Ihrer Sicht für die Beteiligung, also welche Anforderungen ergibt sich aus dieser Beteiligung für die Stadtgesellschaft? Also was muss geschehen, dass diese Beteiligung sich weiter gestaltet? Wie haben Sie das erlebt? Also zunächst braucht es Menschen, die Zeit und Lust mitbringen, sich einzubringen und sich für das Tempelhofer Feld zu engagieren. Das ist die Grundvoraussetzung. Und was diese Menschen gemeinsam mit der Senatsverwaltung, gemeinsam mit Boskop, auch mit ihrem Büro und den sozusagen professionellen Unterstützerinnen und Unterstützern dann aushandeln, muss dann halt wiederum raus und muss sozusagen der Stadtgesellschaft präsentiert werden. Dort muss wieder die Meinung eingeholt werden. Ist das sozusagen auf dem richtigen Weg? Soll das so weitergehen oder muss man nochmal innehalten und umdenken, anders denken? Also das, ja, aber es steht und fällt natürlich mit der Möglichkeit, dass es diese Plattform gibt, wo es sozusagen gemeinsam ausgehandelt werden kann. Die gibt es. Und dann kommt es auf die Menschen an, die diese Runde sozusagen mit Leben und Inhalt füllen wollen. Und da kann ich eigentlich nur immer wieder ermutigen dazu, sich das anzuschauen, sich dafür zu interessieren, sich einzubringen. Ich hoffe, dass im Sommer 2021 auch wieder hoffentlich oder spätestens im Herbst, im Winter wieder Veranstaltungen in Präsenz auch möglich sein werden und natürlich dann dadurch die Beteiligungsarbeit für das Tempelhofer Feld auch nochmal richtig an Fahrt sozusagen aufnimmt und so erfolgreich weitergeht, wie bis jetzt. Ich persönlich finde, dass es erfolgreich ist. Es gibt andere Meinungen und es hat auch viel Auseinandersetzung und Streit auch in der Feldkoordination gegeben. Und ich finde aber, dass Streit etwas sehr Wertvolles und Wichtiges ist. Also wir sprechen ja auch von Streitkultur. Das ist sozusagen eine kulturelle Errungenschaft, wenn man sozusagen fair und mit Spielregeln, mit gewissen Spielregeln miteinander auch streiten kann zu bestimmten Fragen und dann halt aber wieder auseinander geht und sich respektieren kann, weil es geht nicht um persönliche Belange, also sozusagen nicht um, ja, es geht nicht um Personen, es geht um die Sache sozusagen und es gibt nicht die eine Person oder nicht die eine Gruppe, die alles am besten weiß sozusagen. Mhm. Wir gewinnen und profitieren davon, wenn möglichst viele Meinungen abgeholt werden und immer wieder eingebracht werden. Und es ist okay, dass Prozesse auch langsam gehen, weil dann ist sichergestellt, dass möglichst viel davon abgebildet ist in dieser Entwicklung. Ja. Dass möglichst viel da auch dran beteiligt sind. Herr Tido, Sie wollten noch etwas ergänzen. Passt das noch? Ja, ich wollte auch gerne noch mal zu der Unbestimmtheit was sagen, weil ich das auch schon finde und eine der zentralen Qualitäten ist diese Unbestimmtheit. Aber interessant ist ja die Frage, was heißt Unbestimmtheit? Also Unbestimmtheit sollte aus meiner Sicht nicht Schwebezustand oder Hängepartie sein, sondern Unbestimmtheit würde ich eher übersetzen als Raum der Möglichkeiten. Und
der muss sich aber materialisieren. Und deswegen würde ich mir manchmal schon auch wünschen, mehr Möglichkeiten zu realisieren, in dem Wissen, es kann nächstes Jahr auch wieder ganz anders sein. Also kleinere Projekte, Dinge einfach mal auszuprobieren. Und da glaube ich, und da sind wir natürlich in einem, weil es auch ein Verhandlungsfeld ist, vieles Verhandlungssache, würde ich mir sozusagen von allen Beteiligten schon auch wünschen, dass man sagt, man probiert einfach mal was aus. Und wenn es schlecht ist, macht man es eben auch wieder anders, ganz anders oder das Gegenteil. Und kommt sozusagen schneller rein, auch diese Unbestimmt, dass sich das Unbestimmte materialisiert und nicht in so einem Schwebezustand bleibt. Und das macht auch den Reiz aus, aber da sehe ich auch noch gemeinsam einfach Entwicklungsmöglichkeiten in der weiteren Entwicklung des Feldes. Das ist dann aber keine Vision im Sinne, das Feld muss am Ende mal so und so aussehen. Nein, im Gegenteil. Es kann immer wieder anders aussehen und gemeinsam versucht die Stadtgesellschaft darüber Konsens herzustellen oder mindestens den Konsens darüber zu haben, dass man Dinge einfach macht, auch wenn die dann gerade akut nicht allen gefallen und auch auf Widerspruch stoßen. Das aber dann auszuhalten. Ja, herzlichen Dank. Ist im Chat noch mal eine Frage angekommen? Da sind zwei Fragen, die ganz kurz sind. Herr Tido, wann ändern Sie die Eingänge? Steht hier geschrieben. Und kommen auf der Tempelhofer Seite auch Gärten hin? Ist hier auch gefragt. Wissen Sie das? Wissen Sie dazu was? Also zu der Tempelhofer Seite und Gärten weiß ich ehrlich gesagt jetzt nichts. Kann ich jetzt oder mich im Augenblick nicht wirklich erinnern. Zu den Eingängen, das hat natürlich eine Geschichte, weil wir jetzt gerade auch in der Corona-Zeit immer wieder die Situationen haben, dass es da zu schwierigen Situationen kommt. Versuchen wir oder auch die Grünen Berlin damit umzugehen. Ich glaube aber, und das wäre tatsächlich auch nochmal eine Frage, die ich an die Wissenschaft habe, dass im Grundsatz die Tatsache, dass das Feld umzäunt ist und insoweit ein öffentlicher Ort, der aber nicht 24/7 frei zugänglich ist, sondern eben abends dann nicht mehr, das wäre jetzt meine These, auch dazu beiträgt, dass sich bestimmte Qualitäten überhaupt ausbilden konnten. Und insoweit bin ich gerne bereit, auch nochmal grundsätzlich auch nochmal nachzudenken, wie kann man die Eingangssituation optimieren. Aber sofern sich mit der Frage auch verbindet, brauchen wir da überhaupt einen Zaun und überhaupt Eingänge, bin ich erstmal skeptisch und finde es eigentlich richtig so, wie es ist. Aber da würde mich natürlich auch der Blick von außen nochmal interessieren. Ganz kurz, die Nutzung ergibt sich aus dem Zusammenspiel der natürlichen Gegebenheiten mit den institutionellen Regeln. Und jetzt habe ich gesagt, institutionelle Regeln, ein ganz abstraktes Wort. Ich meine damit Regeln des Zugangs, der Erreichbarkeit, der Sicherheit, der Sauberkeit und ähnliche Dinge, die da eine Rolle spielen, der Abstimmung zwischen verschiedenen Nutzungen, das meine ich mit Regelsystemen. Und das macht das Gesamtbild und das Gesamtprodukt aus. Es ist nie allein die Fläche, sondern es ist die Fläche mit diesem Regelsystem. Und ich habe jetzt den Zaun und den Eingang als Teil eines Regelsystems aufgefasst. Und dadurch kommen sozusagen diese Gegebenheiten zustande, wie sie nun mal sind. Ich weiß jetzt nicht konkret, was die Eingangsproblematik ist, das weiß ich jetzt nicht, aber sozusagen, ich weiß, dass das zusammengehört, das ist klar. Ja, vielen Dank erstmal. Wir sind jetzt schon fortgeschritten in der Zeit. Ich würde Sie gerne einladen zu einer ganzen kurzen Abschlussrunde. Was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, das Berlin aus der Studie, aus der Präsentation, aus der Gesprächsrunde mitnehmen sollte? Und würde gern bei Ihnen anfangen, Frau Dr. Beek. Was ist das Wichtigste? Welchen Gedanken sollten wir weitertragen? Ich würde empfehlen, dass der Gedanke von Herrn Tido weitergetragen wird, dass man so offen ist, wie das Feld offen ist in Bezug auf Ideen. Und an dieser Stelle auch die
die manchmal die, ich überspitze das jetzt, die Orthodoxie des Schutzes aufgibt zu einer Offenheit des Experimentes und da wirklich sich keine Schranken vorlegt und alle miteinander da experimentieren, diskutieren und die Latte nach vorne schieben und nicht vor lauter Bewahren erstarren, weil das ist, glaube ich, nicht der Geist des Feldes. Dankeschön. Frau Pütz, was ist aus Ihrer Sicht das Wichtigste, was Berlin mitnehmen sollte aus dieser Gesprächsrunde, aus der Studie? Ja, geht in die ähnliche Richtung. Der Möglichkeitsraum, der hier bestärkt wurde, den man nicht finanziell fassen kann, dass man den erhält, dass man die Optionen hat, ein Freiheitsgefühl zu haben, das die Persönlichkeit stärkt, aber das gleichzeitig auch die Natur stärkt. Also diese Kombination von beiden Dingen finde ich besonders wichtig und soll erhalten bleiben und weiter fortgeführt werden. Super. Herr Tüntasch, legen Sie noch was drauf. Ich wollte eigentlich im Verlauf dieser Diskussion ganz viele persönliche Erfahrungen von meinen Feldaufenthalten so ein bisschen immer wieder eingeben. Aber waren mir doch andere Punkte wichtiger. Aber ich wollte gerne eine kleine Anekdote doch gerne mit Ihnen teilen. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr das war. Es ist vielleicht 5 Jahre her, vielleicht 6 Jahre her. Da stand ich auf dem Tempelhofer Feld auf unserer Projektfläche bei der Fahrradwerkstatt und es kam jemand und erzählte mir, er hätte von diesem Projekt gehört, und zwar in Jordanien. Dann habe ich auch erst mal gedacht, was? Wie kann das denn sein, dass Sie von diesem Projekt hören in Jordanien und dann kommen Sie nach Berlin und Sie finden das auch? Dieses Projekt existiert, dieses Feld existiert. Und da habe ich auch gedacht, Wahnsinn. Also das Feld ist für uns Berlinerinnen und Berliner groß, aber das Feld hat auch eine wahnsinnige Strahlkraft und es ist eine unverwechselbare Berlin-Marke sozusagen geworden. Es ist eine feste Größe und egal, was wir mit dem Feld machen, ich persönlich will es gerne schützen und bewahren und will diese Offenheit und diese Gesundheitsaspekte in den Vordergrund heben, aber ja, Berlin, also ich bin als Berliner stolz darauf und bin froh, dass ich in diesen Genuss kommen darf und ich finde auch, dass andere Berlinerinnen und Berliner auch nochmal mit diesem Blick darauf schauen dürfen können und sich auch nochmal überlegen können, wie sie dazu stehen. Also ja, das ist meine Meinung. Dankeschön. Herr Professor Hans-Jürgens, was ist die wichtigste Seite, die wir lesen müssen aus Ihrer Studie? Die wichtigste Seite ist, dass Berlin einen Schatz hat. Der verschiedene Seiten besitzt, je nachdem, von welcher Seite man ihn betrachtet. Mir selbst waren einige Seiten sehr bewusst. Also die ganzen, ich habe es genannt, Mensch-Natur-Zugänge, die waren mir sehr bewusst. Aber das, was mir von der Architekten- und gestalterischen Seite herkommt, die Mensch-Mensch-Beziehungen, das Ausmaß, wie es die Menschen, die dabei sind, auch verändert hat, das Austarieren, das Miteinander, das Lernen, auch das Streiten, das Wort Streiten ist gefallen, dass das auch ein besonderer Schatz ist, das ist für mich persönlich die größte Erkenntnis hier gewesen. Und das ist sozusagen einfach, weil ich das aus der Literatur, diesen Zugang weniger kannte als andere Zugänge. Und ich glaube, dass es ein Schatz ist, ist die Botschaft an die Berliner, sage ich als Leipziger, zugezogener Leipziger an dieser Stelle. Dankeschön. Herr Tido, Sie können auch noch Ihre Botschaft loswerden, was das Wichtigste aus der Studie ist und gerne auch ein Schlusswort sprechen. Also ich kann es wirklich ganz kurz machen. Ich glaube, den wichtigsten Satz, den Professor Hans-Jürgens gesagt hat und der für mich die Zusammenfassung der Studie ist, ist, die Stadt von morgen braucht solche Orte. Und das würde ich mir wünschen, dass wir sozusagen gemeinsam auch diese Gewissheit haben, dass nicht nur wir das finden, sondern dass das auch die Haltung von Berlin ist, weil in dem Moment glaube ich, dass sich viele andere Dinge, die auch angesprochen worden sind, auch gerade in der Schlussrunde, damit erledigen, dass erst in dem Moment die Menschen so locker sind, dass wir tatsächlich in den Modus kommen, wo man auch mehr experimentiert, mehr zulässt und diesen Möglichkeitsraum sich als Möglichkeitsraum voll zur Entfaltung kommen lässt.
weil erst dann gibt es, glaube ich, bei vielen auch die innere Freiheit, Dinge zuzulassen, weil nicht mit jedem Experiment sozusagen mitschwingt, ob nicht Berlin in Zukunft auf solche Orte auch verzichten könnte. Ich glaube nicht, und deswegen war das der wichtigste Satz, den Sie heute gesagt haben. Und das ist eigentlich auch mein Schlusswort. Gut, dann herzlichen Dank an Ihnen allen, an Sie alle, dass Sie hier mitgemacht haben, an unsere Technik und an alle, die das hier mit organisiert haben. Vielen Dank. Und herzlichen Dank auch, dass Sie das im Livestream verfolgt haben. Es wird sicherlich auch eine Aufzeichnung dieses Livestreams geben. Da werden Sie über die Tempelhofer Feldseite auch noch informiert werden, wo Sie das dann abrufen können. Herzlichen Dank und tschüss.